Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Plattenspieler und einen Notenblock baut. Ja, also, wir brauchen Holz, also egal was für ein Holz, einfach nur Holz. Es geht mit allem, also verschiedenen Holz, also Birken, Holz, Brettern oder egal. So, und dann erstmal so im Kreis und dann halt einen Redstone reinpacken, dann hat man einen Notenblock. Für einen Plattenspieler genau das gleiche und dann da bloß einen Diamanten reinpacken in die Mitte. Dann haben wir einen Plattenspieler. So, scheiße, jetzt ist dunkel, egal. So, beim Notenblock, da braucht man einfach nur also raufklicken und dann rechtsklick rauf, dann kommen dann halt Töne. Ja, und beim Plattenspieler, wie der Name schon sagt, kann man halt Schallplatten abspielen. Einfach reinpacken. Und dann kommt da halt Musik. Eine creepy Schallplatte. Ja gut, es waren ein paar Schallplatten, gut. Ja, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Ja gut, tschüss.